Ich trage drunter natürlich, was jede Frau trägt, also einen String, ne? Tragen ja viele Frauen. Also ich trage auch manchmal Unterhosen, aber auch manchmal Strings, damit das an dem Pobacken nicht so abschwillt. Weißt du, wie ich das meine? Ja, wir glauben zu wissen, was du meinst, liebe Evelyn. Bei der Lamberts Monday Night in Köln erregt das Reality-TV-Sternchen ganz schön viel Aufmerksamkeit. Anfänglich posiert die 31-Jährige im goldenen Glitzerkleidchen für die Fotografen. Wenig später lupft sie dann ihren Rock. Doch da bekommen wir nicht etwa den eben angekündigten String zu sehen, sondern eine Radlerhose. Gegenüber bunte.de zeigt Evelyn Bordeki dann auch hautnah, was so praktisch an dem besagten Kleidungsstück ist. Also wenn ihr seht, das ist auch so ein bisschen, da wird der Bauch dünner von. Da wird der Bauch dünner von. Also alles ist, und die Zellulite geht weg. Ich finde das gut. Und so ist wenig später schon nichts mehr zu sehen von der Unterwäsche der besonderen Art. Die hat aber auch noch andere Vorteile, wie Evelyn im Interview verrät. Das ist für die Nieren, für den Bauch, für die Zellulite, für die Pobacken nimmt man sie, damit ich nicht komplett nackt bin. Doch egal, ob beabsichtigter Höschenblitzer oder nicht, Evelyn macht das nichts aus. Also ich habe damit kein Problem, weil ich glaube, man sagt ja immer außen hui in fui, nee, das sagt man, nee, egal, was sagt man immer noch? Ja, man sieht ja immer eine Frau, die ist ja wunderschön von außen und total anders, aber man weiß aber nie die Tricks. Und deswegen weiß ich, dass jede Frau hier auf dem roten Teppich auch ihren Trick hat, aber den nicht zeigt. Und warum soll ich das nicht machen? Wir leben alle nur einmal und ich möchte auch gerne meine Tricks teilen mit allen Frauen da draußen. Und wenn ich Tipps weitergeben kann, dann mache ich es gerne. Und auch wenn es eine Radler ist, die einem viel zu groß ist, aber ist egal.